Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute möchte ich euch mal mein neues Format vorstellen, wofür ich übrigens auch eine eigene Playlist einrichten werde. Und dieses Format werdet ihr immer am Freitag sehen. Ich hoffe, dass ich es jeden Freitag schaffe. Falls mal nicht, dann werdet ihr es ja merken auf jeden Fall. Das Besondere oder beziehungsweise die Idee hinter diesem neuen Videoformat ist im Endeffekt, dass ich gerne meine Videos ein bisschen eingrenzen wollen würde. Wie ihr ja wisst, bin ich ja schon eher einer, der relativ viel in seinen Testfazits oder anderen Videos erzählt, weil er halt wirklich nichts auslassen möchte. Ich will halt, dass alle wirklich komplett informiert sind. Und jetzt nur mal so als Beispiel, meine Videos, die ja schon so meistens zwischen 20 und 30 Minuten gehen, sind an Rohmaterial fast 2 Stunden. Also ich kürze schon einiges raus, wo ich dann im Nachhinein denke, dass es vielleicht dann doch nicht jeden interessieren könnte. Aber ich versuche halt trotzdem noch viele Infos in ein Video zu bringen und dadurch wird es halt einfach mal wirklich zu lang für den einen oder anderen. Ich weiß, dass dort draußen auch viele die stark zusammengefassten und kürzeren Videos mögen, die einfach sich nur mal schnell ein bisschen was reinhämmern wollen zu den Produkten, aber eigentlich schon wieder das nächste Video gucken wollen oder eine Serie oder was auch immer. Und erstens will ich es halt für die auch produzieren, beziehungsweise ein Format für diejenigen haben, die daran Interesse haben. Aber andererseits habe ich halt auch selber die Herausforderung schon seit längerer Zeit, so wie manche halt die Daily Vlogs zum Beispiel als Herausforderung haben und sich sagen, ich will es schaffen, jeden Tag ein Video hochzuladen. So wollte ich schon längere Zeit schaffen, meine Videos zu kürzen, aber dennoch alle Infos drin zu haben, sodass halt wirklich alle noch so zufrieden sind im Grunde. Jedenfalls werden die Videos in diesem neuen Format niemals die 5 Minuten überschreiten, außer jetzt dieses allererste Video wegen dieser Einleitung, die ich jetzt gerade euch erzähle. Das neue Format nenne ich übrigens Speedy Friday, also immer freitags werdet ihr die kurzen und knackigen Videos von mir sehen. So schnell ist keiner irgendwo. Mittlerweile ist es ja schon relativ normal bzw. wirklich Standard, dass ihr kein CD- oder DVD-Laufwerk mehr an eurem neuen Laptop habt, wie zum Beispiel auch bei meinem Acer-Laptop aus der R7-Reihe. Dennoch gibt es manchmal Momente, wo man einfach eine CD am Laptop auslesen möchte. Dafür gebe ich euch heute meinen günstigen Tipp. Und zwar für 17,99 € gibt es momentan bei Amazon diesen externen DVD-Brenner. Übrigens, den Link zu Amazon findet ihr unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mit dem Unboxing an. Die Verpackung ist schlicht und einfach gehalten, wobei alles auf Englisch geschrieben ist. Der Inhalt umfasst den externen DVD-Brenner sowie eine Mini-Bedienungsanleitung und eine kleine Dankeskarte für den Einkauf. Das externe Laufwerk lässt sich übrigens per Plug-and-Play via USB 3.0 oder 2.0 mit eurem jeweiligen Gerät halt verbinden. Kompatibel ist es mit Windows 98 SE, habe ich lange nicht mehr gesagt, dieses Betriebssystem, bis Windows 10, mit Linux ist es kompatibel und mit Mac OS X auch. Es müsste eigentlich im Großen und Ganzen mit allen Systemen funktionieren, wo ein passender USB-Anschluss vorhanden ist. In den Amazon-Rezensionen fand ich zwar auch einmal den Hinweis, dass jemand unter Windows 10 Schwierigkeiten mit dem Gerät hatte. Das war jedoch bei mir bisher auf jeden Fall gar nicht der Fall, bei mir hat alles super funktioniert. Ich gehe davon aus, dass derjenige wohl ein Montagsgerät hatte. Damit muss man jedoch vermehrt bei günstigeren Produkten rechnen. Ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Wahrscheinlich sind sie deswegen auch ein bisschen günstiger, da bei der Produktion jetzt nicht so krass auf gewisse Sachen geachtet wird. Daher bitte einfach um einen Umtausch bei der Firma bitten, falls bei euch das jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also lasst es dann niemals links liegen, sondern fragt nach, die tauschen es. Also ich hatte bisher immer keine Probleme, egal bei welcher Firma. Die haben es dann umgetauscht und dann habe ich das funktionierende Gerät bekommen. Bei mir ist zum Glück, wie gesagt, alles voll funktionsfähig. Ich habe den externen DVD-Brenner jetzt übrigens so seit circa 4 Wochen, sogar ein bisschen mehr als 4 Wochen. Optisch ist das Laufwerk in schwarz-weiß gehalten und komplett aus Kunststoff. Design ist ja bekanntlich Geschmackssache, aber mir gefällt die Optik auf jeden Fall. Auf der Unterseite sind 4 Gumminoppen, die den guten Stand auf der jeweiligen Oberfläche gewährleisten. Ebenfalls auf der Unterseite ist auch das USB-Kabel eingelassen, welches mit seinen circa 20 cm leider etwas zu kurz ist, wie ich finde. Die Verstaumöglichkeit finde ich jedoch sehr gut. Bin mir aber nicht so sicher, wie sicher das Kabel gegen einen Kabelbruch geschützt ist. Bisher macht sie doch einen soliden Eindruck. Ich habe mal einen Benchmark drüber laufen lassen und hier könnt ihr sehen, dass das externe DVD-Laufwerk eigentlich alle üblichen CDs und DVDs abspielt, sowie beschreiben kann. LightScribe-Technologie ist hier übrigens nicht verbaut. Die Lesegeschwindigkeit ist maximal 8-fach bei DVD-ROMs und 24-fach bei CD-ROMs. Die Schreibgeschwindigkeit hingegen ist 8-fach bei DVD-R quasi und 8-fach auch bei DVD-R, 6-fach bei DVD-RW, 8-fach bei DVD-RW, 5-fach bei DVD-RAM, 24-fach bei CD-R und 24-fach bei CD-RWs. Ein kleiner Nachteil bei diesem günstigen DVD-Brenner ist leider Gottes, dass es nicht gerade leise ist. Ihr könnt ja mal eine kleine Hörprobe jetzt hier gleich hören. Dort habe ich eine normale CD eingelegt und hört mal selbst.
Zusammenfassend sei gesagt, dass der DVD-Brenner auf jeden Fall einen guten Eindruck macht und seinen Zweck einfach erfüllt. Wer jetzt wie ich nur ab und zu mal ein externes CD-Laufwerk benötigt, der braucht auf jeden Fall nicht mehr Geld ausgeben. Ich hoffe, euch hat meine erste Speedy Friday-Folge gefallen und ich habe trotzdem alles Wichtige in dieses Video gepackt. Wobei das natürlich bei der allerersten Folge mit einem DVD-Brenner auch nicht so schwer war, das kurz zu fassen. Aber vielleicht wird es das nächste Mal schwerer beim nächsten Produkt. Wir werden sehen. Aber jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ein kleiner Nachteil bei diesem Ding ist leider Gottes, dass es nicht gerade leise ist. Ich könnte mal kurz eine Hörprobe nehmen.